Beschäftigten in den Pflegeberufen müssen für das, was sie jeden Tag leisten, einfach viel mehr verdienen. Wie können Sie zur Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen der Gesundheits- und Pflegeberufe beitragen? Ich glaube, dass wir dort eine riesige Baustelle haben. Ich glaube, dass es nicht nur mit der Entlohnung getan ist, sondern wir brauchen im Bereich der Pflegeberufe aus meiner Sicht eine grundlegende Reform. Der Umstand, dass wir in der Altenpflege eine Situation haben, dass die Menschen nicht nur ihre Ausbildung selber bezahlen müssen, sondern hinterher auch noch schlecht verdienen, ist nicht haltbar. Insofern, glaube ich, brauchen wir eine Reform der Pflegeausbildung. Das ist die schwierigste aller Fragen. Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen trägt bei, dass man die Pflegeberufe von bürokratischem Aufwand entlastet. Die Verbesserung der Einnahmesituation, der Entlohnungssituation können die Beschäftigten nur selbst erreichen, indem sie sich in Gewerkschaften organisieren und dafür kämpfen. Neben der Einführung des Mindestlohns, den wir gerade in dieser Branche unbedingt brauchen, sind sicherlich auch eine gesellschaftliche Anerkennung der Pflegeberufe, das heißt ein kostendeckender Beitrag für die Pflegeversicherung, notwendig. Wir müssen auf jeden Fall, finde ich, an der Stelle dafür sorgen, dass gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit realisiert wird. Das sind meistens Frauenarbeitsplätze, die gesellschaftlich nicht so anerkannt sind, leider, obwohl die Arbeit, die dort getan wird, wahnsinnig wichtig ist. Und deswegen muss es einfach gefördert werden. Also die Last der Pflege, Gesundheit und Pflegeberufe muss auf mehr Personal aufgeteilt werden, definitiv. Wichtig ist auch, dass die tariflichen Bestimmungen zu Arbeitszeiten einfach eingehalten werden, dass halt weniger Überstunden anfallen. Und natürlich muss die Pflegeberufe halt auch und die Gesundheits- und Pflegeberufe der Arbeit entsprechend entlohnt werden. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil wir gerade in diesem Feld sehr viel Leiharbeit haben. Frauen, die da arbeiten, nicht zu Bedingungen beschäftigt werden, die vernünftig sind. Wir sind generell für gute Arbeit, von der man leben kann. Also grundsätzlich sind die Entlohnungsbedingungen natürlich in der Tarifautonomie zu regeln, die der SSW sehr, sehr hoch ansetzt. Das ist ein Verfassungsrecht. Gleichwohl sind wir ja auch Betreiber der Universitätskliniken und dort haben wir als Land Schleswig-Holstein eine Verantwortung, die Arbeitsbedingungen vernünftig herzustellen.